Guck mal, einer schreibt, was ist das für ein Tafsir? Das Bro, ist das ist ein Hadith. ein Hadith. Das ist kein Koran-Vers, das ist ein Hadith. Wofür Aber ich Tafsir? weiß, ich weiß. Ich weiß, Bruder, ich weiß. Weiß nicht. Marwan hat den Stream vielleicht verlassen. Erst hat der Lügner gesagt und jetzt ist er in die nächste Shisha-Bar gelaufen. Also, was sagst du jetzt dazu, dass dein Prophet, es steht auch im Koran, können wir auch gleich gehen. Und du weißt, Muslime sagen, wenn ein Hadith, egal ob das Sahih ist oder nicht, wenn das dem Koran widerspricht, dann nehmen sie es nicht an. Aber es steht sogar im Koran. Okay, hier steht ja, okay. Also da steht ja, dass er sagt, dass die Sonne durchrechnet. In diesem Hadith steht, dass er sagt, die Sonne geht unter in einer Quelle von warmem Wasser. Ja, Hamir. Warum soll ich Ja, lügen? Guck okay. mal. Kannst du Arabisch? Nein, Bro, kann ich nicht lernen. Kann Schade. ich nicht, Bro. Allahu Akbar. Allah ist groß. Also, aber sag Allah und sein Apostel wissen es am besten. Eigentlich müsste nur so da stehen. Allah knows best. Ja, Bro, Ding, also, es hat ja, Mohammed hat es gesagt, ja? Nein, Allah und Apostel wissen es am besten. Und dann sagt er, es geht unter in einer Hamir. Im Koran steht das ja auch. Das heißt, der Koran ist ja das Wort von Allah, ne? Beziehungsweise die Offenbarung von Allah, die Rezitation. Der heilige Furqan. Im Koran steht das auch. Das im Koran steht auch, dass im Koran steht, dass Allah gesagt hat, dass die Sonne in Ja. Ja. Zeig mir das, Bruder, zeig mir das bitte. Adler, möchtest du was sagen oder gehst du kurz? Ah, gut. Soll ich runtergehen? Nein, nein. Um Gottes Willen, ob du. Ich bin halt immer so für sozialpolitische Themen. Funktioniert der Islam in einer Gesellschaft? Was machen wir jetzt mit Muslimen in einer europäischen Kultur, etc., etc.? Du bist ja eher so stark in der Theologie. Das habe ich leider nicht so extrem abbekommen. Da ist ja jeder anders gesegnet. Aber ich weiß nicht, also womit sollen wir denn anfangen? Wenn wir jetzt beginnen würden damit, wann kam denn der extreme Andrang von Menschen, die nach Europa kommen wollten? Also, das ist jetzt nicht lange her. Ich rede jetzt nicht vom letzten Jahrtausend, sondern halt noch von diesem Jahrtausend. Das war ja 2014 definitiv, beziehungsweise 2012 hat es angefangen, als dann das Dawlatil Islamiyah also der Islamische Staat, sein Kalifat ausgerufen hat weltweit und dann jeden quasi verpflichten wollte. Dann gab es ja noch 1000 Untergruppen, die waren ja erstmal nicht so groß. Viele Menschen sind geflüchtet schon ab dem Beginn quasi. Und ja, dann 2015 kam ja dieser große Boom, ne, mit den Flüchtlingen. Dann hatten wir, bei uns in der Schule erinnere ich mich noch, plötzlich hat dann so eine Flüchtlingsklasse eröffnet. Da waren ja auch viele nette Schüler dabei, habe ich mich auch gut verstanden mit denen. Und einige hatten allerdings schon wirklich direkt bei der Ankunft noch dieses Gedankengut von da. Also das waren teilweise Kämpfer von der Freien Syrischen Armee, die Eltern und so. Und davon sind ja auch Ja, viele dann aber auch. die NATO ist doch auch christlich. Wo ist der Unterschied zwischen NATO und Mohammed, ISIS? Mohammed, Mohammed, erstmal Gott segne dich. Gottes Segen. Hallo in Mashallah, den Bruder. Livestream. Ja, aber warum? Ja, Gott segne dich. Aber den Islam könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Warum lässt ihr uns nicht einfach in Ruhe? Lasst uns so Mohammed, einfach in Ruhe unsere Mohammed, Glauben Mohammed, praktizieren. Mohammed, 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 wir lassen dich definitiv in Ruhe. Heute das Thema Ja, ist aber was soll erstmal. diese Kritik ständig? Das ist keine Kritik. Wir beantworten, guck mal, ich opfere meine Zeit und auch mein Leben, um den Islam aufzuklären und natürlich Ja, auch um aber das guck mal, Evangelium zu reden. Und du der sagst zu mir Islam ist für Kritik. Frieden.
Der Islam ist für Frieden, der Islam ist für Frieden, der Koran kommt von Gott. Wie kannst du das leugnen? Der Koran, ich schwöre bei Gott, der Koran ist von Gott. Ich kann dir das beweisen, wenn du Wie viele willst. Minuten hast du vom Stream mitgeschaut, mein Bruder? Verstehst du das? Der Koran muss von Gott kommen. Woher weiß der Koran über Städte unter Wasser? Woher Guck mal, weiß er guck mal, das? guck mal, guck mal, guck mal. Wir haben, guck mal, versuch nicht gerade jetzt wie Allah Fitna zu machen. Lass uns Guck mal, lassen. du, Allah weißt, wer Allah ist. Allah ist Gott für uns. Warum machst du Mohammed, so, ja? Mohammed, 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 wir haben gerade bewiesen, und da war dieser eine Bruder, Full in my mouth, war selber dabei. Der andere hat das zugegeben und nicht beantwortet. Er ist auch sehr ehrlich. Und ich suche gerade die Stelle raus, damit ich den Hadith beweisen kann, dass die Sonne in einer Warmwasserquelle untergeht. Und du Okay, kommst ich jetzt erkläre dir gerade rein. das. Ich kann dir Möchtest das erklären. du gerade, dass er rausgeht? Möchtest du ihn beschützen oder möchtest du hier Nein, nur nein, Fitna machen? nein, guck mal, ich erkläre dir es. Guck mal, im Koran steht, dass die Erde flach ist und wir glauben daran. Wir glauben, dass die Erde flach ist und wir glauben, dass die Sonne in der Erde drin ist und in der Luft schwebt. Wir glauben an den Fundament. Wir glauben, dass die Erde flach ist und dass der Himmel eine Kuppel ist. Verstehst du das? Also wir Nur, leben nicht in einer Kugel. ich geh mit dir mit. Sagen wir mal, die Erde ist flach. Ja? Ja. Hast du schon mal auf der Karte gesehen, ja, wenn zum Beispiel hier auf der rechten Seite Japan ist, ja, und das Ja. ist die Grenze. Japan ist das östlichste Land, sagen wir Ja. mal, oder Australien, ja, und USA ist das westlichste Land. Das heißt, Ja. Flugzeuge können nur nach da fliegen, richtig? Die können nicht nach da fliegen. Nein, guck mal, die Erde ist ja so flach wie ein Tisch, verstehst du? Und wenn sie die umkreisen die Erde, sie umrunden nicht die Erde, sie umkreisen sie, verstehst du Mohammed, das? Mohammed, Mohammed, Mohammed. Okay. Sagen wir mal, sie umkreisen sie. Das heißt aber, außenrum muss doch eine Wand sein, dass man nicht mehr weiter kann, Ja, oder? wenn man immer geradeaus geht, kommt eine Eiswand. Und wenn man auf diese Eiswand klettert und weiterhin Okay, geradeaus okay. geht, kommt der Himmel. Also man kann dann den Okay. Himmel berühren, weil der Himmel Okay, ist. okay. Ja, Aber lass mich reden, Bruder. Du sagst, okay. Warum unterbrichst du? Flugzeuge haben ja GPS und es ist ganz klar, wir haben ganz klar Aufnahmen. Du kannst jetzt mal auf Flightradar gehen. Auf Flightradar kannst du gehen, dass Flugzeuge auch in die Richtung fliegen, also andersrum der Scheibe. Nein, nein, die dürfen nur bis zu da, wo diese Pinguine leben. Wer stoppt das? Allah stoppt das? Deine Hand? Da kommt die Dürfen. Grenze, da kommt die Mauer. Du sagst, die dürfen nur. Ja. Wer ist in diesem Funkturm, dass der das stoppt? Allah? Ja, die Bruder, Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die halten zusammen, hier bleiben. Die wollen ja. nicht, dass wir forschen. Die wollen nicht, dass wir immer geradeaus gehen. Ja. Wenn Aber du zum Beispiel das jetzt sind ein doch nicht Boot alles nimmst Muslime. und willst immer geradeaus fliegen. Das sind doch nicht alles Muslime. Die glauben nicht, dass die Erde flach ist. Was? Guck Aber mal. in der Bibel steht doch Also. auch, dass die Erde flach ist. Ja. Okay, Mohammed, sagen wir, sie wäre flach. Zeig mir, guck mal, wir reden jetzt Ja. für den Full in my Mouse. Ja? Movie, Bruder. Habe ich jetzt extra, Sure 18, Vers 86. Steht geschrieben. Da Ja. verfolgte er einen Weg, 85, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte. Also dieser Ort wurde erreicht von dem Sonnenuntergang. Er fand, dass sie in einer Ja. schlammigen Quelle unterging. Und er fand bei ihr ein Volk, Ja, das. die sagten: O Dhulqarnain, entweder strafst du sie oder behandelst sie mit Güte. Das heißt, Mohammed kam an einen Ort und deswegen bestätigt das den Nicht Hadith, der Mohammed, ein Mann mit, erfüllt nicht Mohammed, es geht da nicht um Mohammed, es geht da nicht um Mohammed. wird. Mein Gott Freund, erzählt uns mein hier eine Freund, mein Geschichte. Freund, mein Freund, hier ist der Hadith, Hadith, hier ist der Hadith. Kollege, lass doch mal die Hadith, ich habe hier den Koran bei mir. Es geht da um einen Mann mit Hörner. Gott erzählt eine, Guck mal, uns, da erzählt uns Gott, komm mal, ich lass mich da weiß, noch später aber erklären. der Hadith, dieser Hadith bestätigt den Koranvers. Bruder, In das sind diesem Gelehrten Hadith aus dem steht, Mittelalter. Da, guck in mal, diesem hör Hadith mal steht bitte zu, nicht, das dass sind Gelehrten er. aus dem. Bruder Mohammed, kann ich kurz? Guck mal, das sind Gelehrten aus. Guck mal, er sagt, das sind Gelehrte aus dem Mittelalter. Weißt du, wer der Gelehrte ist? Guck Ja, mal, ist ja ganz egal, ehrlich, aber du hast er halt gesagt, dieser Hadith, du hast warte. gesagt, dieser Hadith stimmt diesem Vers im Koran zu, aber in dem Hadith steht, dass Mohammed gefragt wurde,
Und in dem anderen, im Koranvers steht, dass mal das Dings, der Mann diesen Ort erreicht hat, wo die Sonne unterging. Das heißt ja nicht, Ja, dass richtig. das Mohammed Guck war. mal. Wo Guck mal. berichtet jetzt der Hadith den Koranvers? Guck mal. Guck mal. Ich zeige dir nur, dass es bestätigt, dieser Hadith, ja, bestätigt es. Guck mal hier, schau mal hier. Er saß hinter dem Gesandten von Allah, der ein Esel Ja. ritt, während die Sonne unterging. Und er fragt, weißt du, wo die Sonne untergeht? Und er sagte, Allah und der Apostel wissen es am besten. Er sagt nicht, Allah weiß am besten. Er sagt, Allah und der Apostel wissen am besten. Also er macht sich hier zu Gott. Er müsste eigentlich sagen, Allah weiß es am besten. Er sagt, Also Allah meinst du, er und. Apostel meint er damit sich selbst? Genau. Und dann sagt er, es geht unter in Was? einer Warmwasserquelle. Und dass die untergeht in einer Warmwasserquelle, ja, einfach nur, dass sie untergeht in einer Warmwasserquelle, bestätigt den Koran. Das heißt, der Hadith ist authentisch, sowieso, und widerspricht auch dem Koran nicht. Pass auf. In dem Tafsir von Ibn Abbas, ja, kannst du gerne lesen, steht einfach fast gar nichts. Weißt du, was das Problem auch ist? Guck mal, also du kannst mit sowas argumentieren, wie du möchtest. Der eine kommt dann, ja, Achso. das kann man aber so drehen, von dem einen Tafsir nehmen wir nicht und das Entschuldigung, ist unauthentisch. 86. Das wurde nicht Entschuldigung, akzeptiert. Das 86. ist ja absoluter Schwachsinn. Ne? Du kannst mit dem mit allem kommen, was du willst. Die haben für alles Schau immer mal. eine Rede. Schau mal. Schau mal. Ich habe gerade falschen Tafsir gehört. Da steht nicht gar nichts. Hier steht von Jalalain, während er, until when he reached the setting of the sun, the place where it sets, he found it setting in a muddy spring, genannt Ain Hamir. Hier liest du wieder Hamir. Wo hat denn Muhammad das? Doch nicht nur durch diesen Mann, der da war. Er hat es ja von Allah. Er ist ja sein Apostel. So, und der Mohammed sagt eben, diese Gelehrten sind Steinzeit. Guck mal, Ibn Abbas ist Steinzeit. Ja, Faule Bruder, ist doch Gelehrte. jetzt egal, was Mohammed gesagt hat. Ist doch egal, was gesagt. Ich wollte Es eigentlich ist nur egal, in den Raum kommen. was er gesagt hat, also bist du raus aus dem Islam. Nein, Bruder, ich will was anderes. Belassen wir mal das Thema. Ich bin eigentlich hochgekommen, weil ich dir was sagen wollte und eine Frage Mein stellen Freund, wollte. du hast gerade gesagt, es ist egal, was er Ah, sagt, Bruder, du weißt. Ach, Digga. weil du selber nicht glauben kannst, dass die Sonne in einer Hamia untergeht. Und das hat Allah Bro, gesagt, das Digga. hat der Hadith gerade bestätigt. Ich Und wollte gerade sagen, ich bin hochgekommen, weil ich eine Frage stellen wollte und noch was dazu sagen wollte, wo du diesen ja. Vers aus dem Koran rausgelesen hast, wo drin steht, dass Allah einen Fitna macht, dass Allah Fitna macht. Genau, Allah macht selber Fitna, ja. Allah macht Fitna, um die Muslime zu prüfen. Er prüft die Muslime, er prüft sie, Bruder, er prüft sie. Damit Das prüft er ist die uns, das Muslime. ist uns klar, aber er macht trotzdem Fitna, und das hast du gerade zugegeben. Er stachelt andere Menschen an, um die Muslime zu prüfen. Fertig. Das ist ja Ja. nichts anderes als Fitna. Und das mache ich ja gerade auch in dem Sinne, was ihr gerade immer sagt. Ich prüfe euch nicht. Ich beweise euch sogar, dass der Koran ein Haufen Müll Ja, und ist. was ist daran jetzt Müll, wenn steht, dass Allah die Leute dazu anstachelt, um Muslime zu prüfen? Was ist daran jetzt Schwachsinn? Mein Freund, es geht nicht darum, ob er das macht und was das Schlimme ist. Es ging um das Thema gerade, ey, du machst Fitna, du machst Fitna. Ich habe gerade selber bewiesen, dass Allah das selber macht. Warum ist das denn schlimm, wenn ich das mache? Da habe ich Ich jetzt werde ja gesagt, dass du angegriffen. Fitna machst. Ich werde ja angegriffen dafür. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, ja, weil Allah Leuten Okay, Menschen Abdul, verboten Abdul, hat, Abdul, Fitna zu machen, dass er Abdul, selber okay, nicht machen Abdul, kann. Abdul, Abdul, möchtest du noch mehr Stellen, die ich dir zeige? Ich Bruder, habe dir aber es geht gezeigt, doch, dass Allah Fitna es macht. geht, nein, nein, Bruder, wir Ich habe bleiben dir jetzt erstmal bei gezeigt, der Sache mit ich habe Fitna, dir. Bruder. Jetzt lenk dich wieder woanders hin, okay? Wir bleiben jetzt bei der Sache Guck mal, mit ich habe Fitna. dir viel. Warte. Ich habe dir mehrere Sachen gezeigt und auch dem davor mehrere. Hol Ich mal kann dir noch diese eine Stelle Augen zeigen, wo Allah da sagt, hoch. ich kann dir sagen, ich kann dir noch eine Stelle zeigen, wo geschrieben steht, dass Allah sagt, dass Frauen Spermien haben. Hier oben. Al-Taraib. Dieses Wort für Rückgrat ist Bruder. Al-Taraib. Taraib. Taraib.
Ja, dann Frauen haben lenkst du hier immer wieder Spermien. ab, wenn du nicht weiter Mein redest. Freund, Geht ich doch zeige weiter. dir gerade Stellen wissenschaftlich, dass dein Buch ein Haufen Mist ist. Bruder, pass auf, Bruder, pass auf einfach. Bruder, pass auf, wie du redest einfach, okay? Du kannst, Komm, Digga, reiß, ich sag. reiß, reiß, raus. Komm, mit Kindern. Holen wir mal Onkel Dauer hoch. Er liebt es ja, Dauer zu machen. Jetzt kommen Er wieder die liebt ganzen es, er, Widerlegungen. oh. Hallo, Er jetzt kommen liebt wieder. Er Hallo, liebt diese Dauer. Er liebt diese Dauer. Er liebt es erzählst nicht von zu. Er liebt Respekt es, in von mir meinem Videos Land. zu machen. Leute, schaut erst mal. Warte, du kannst gleich reden. Leute, geht mal auf sein Profil. Er hat nur ein Video, soweit ich weiß. Und das ist über mich. Alhamdulillah. So. Und in diesem Video habe ich dich platt gemacht. Das ist mal das Erste. Und jetzt hör mal zu. Jetzt hör mal zu. Jetzt hör mal zu. Onkel Geh nicht Dauer. runter und lach nicht so an. Onkel Warte, Dauer, Alter. Ja, du hörst dich zu. Allah Du hat hörst sich dich zu. selber platt Du gemacht. warst. Nein, du warst letztens in meinem Live, da habe ich dich respektvoll behandelt. Ich habe dich Ja. aussprechen lassen, ich habe alles gemacht. Jetzt In redest du mich auch deinem in deinem Live, Live direkt. wo ihr zu In dritt meinem gegen Live mich, war das. wo ihr zu dritt Zu gegen mich dritt bis habe 2 ich Uhr, geredet, habe ich zu geredet, dritt. habe ich geredet, habe ich Guck mal, geredet. Hamdi hat Harut, sogar habe ich selber am geredet. Ende gesagt, lass uns mit dem Harut, Helikopter dahin fliegen, habe zu ich Jajuj geredet. und Majuj. Harut, Jajuj und habe ich Majuj. geredet, Guck habe ich mal. geredet. Na, danke, aber Nein, habe ich dich sei, nicht sei heute auf ehrlich, den habe Stream ich geredet geworfen? im Live? Onkel Habe Dauer, ich Onkel geredet im Dauer. Live? Sei Onkel Dauer, ehrlich, pass habe auf. ich geredet im Live? Enkel Dauer, warst du nicht derjenige, der meinte, ja, die Scharia Adablik, gilt ja nur Adablik, für du hast mich heute Muslime und gekickt. so? Adablik, wir haben Aufnahmen, dass du mich Ja. heute gekickt hast, weil du Ja. nicht über die Erzählen 28 aufschlagen wolltest. Du hast Ich kein habe dich Rederecht. gekickt, ne? Genau. Und So. da kam noch irgendjemand Nein, rein, der nein, dann nein, meinte, die nein, Scharia gilt dann nur für nein. Muslime Scheiß, und scheiß, sowas alles und. scheiß. Scheiß, scheiß. Kein Problem, scheiß, scheiß. Lenk dich vom Thema ab. An diesen Ja, An nein, ich bin Harut, nicht das vom Erste Thema. jetzt. An Harut, das Erste. Du holst hier einen hoch, der sich Mohammed nennt. Hast du seine Videos geschaut? Er nennt sich der Messias der Juden. Was erwartest du von dem? Mein Freund, ich prüfe erstens niemanden vorher, sondern im Gespräch. Fertig. Im Gespräch. Du hast einen hochgeholt, anstatt dass du Ich habe doch praktisch schon gemerkt, dass Wissen. er kein Muslim ist. Ist doch in Ordnung. Ja, okay, wieso hast du dann überhaupt reden lassen und nur predigen Ich lassen? habe gewartet und Weil gehofft, dass ein Salafist reinkommt. Und jetzt zeig uns, wo Jajuj und Majuj ist. das lustig ist. Lass die wir gehen jetzt zurück, was das angeht, Nein, dass die nein, nein, Sonne nein. Ich dass die möchte von Sonne im dir Sterben jetzt untergeht. wissen, Guck mal, ich möchte von dir jetzt wissen, dann konvertiere ich zum Islam. Nochmal, nochmal. Ich sag dir das, was dir auch Hamid gesagt hat. Zeige Vergiss mir, es nicht. Onkel Dauer, Dauer, du kannst Onkel jetzt gerade Dauer, eine Onkel Million Dauer. Hasanat sammeln. Du kannst unendlich Ich viele habe Hasanat Adablik, sammeln. Onkel Stunden, Dauer, Adablik, Stunden. zeige Ja, mir, dann wo lass mich doch Jajuj und Majuj. aussprechen. Lass mich Zeige doch mir, wo aussprechen. Jajuj, Ja, hier in lass den mich doch Bergen. aussprechen. Kein Problem, lass Warte. mich doch aussprechen. Kein Problem, lass mich aussprechen. Ich sag dir das, was dir schon Hamdi gesagt habe, das checkst du natürlich nicht. Kein Haben Problem, die alayhi Jünger. salatu wassalam. Was Ilm angeht, ist, dass das Ilm al-Raib ist. Das ist verborgenes Wissen, wo sie sich Nein, das aufhalten, ist nicht Wissen, das sie verborgen. Das steht nicht eingesperrt im hier. Tafsir. Das steht Im nicht im Tafsir Tafsir, wird du Lügner. vermutet, dass es bei Aserbaidschan Es wird ist. Es nicht wird vermutet. Es wird vermutet. gesagt, dass diese Wand bis heute existiert. Und es ist Sie zu Zeiten, existiert es eh. ist Was zu fragst du mich? Zeiten von Alexander dem Großen passiert. Und wir haben jetzt im Nein, es Jahre wird nur vermutet. 2023, Hallo, haben wir nochmal. Satelliten. Wir können sogar Nochmal. schauen, wir können sogar mit Du Satelliten kannst so schauen, viel was in schreiben, wie du deinem willst. Schrank drinnen ist und von welcher Marke deine Unterhose ist. Du kannst so viel schreien, wie Also du willst. erzähl Das ist kein keinen Problem. Schwachsinn. Ich Wir erzähle keinen können Spaß. Du hörst ja nicht mal zoomen zu. Du hörst ja nicht und mal zeige zu. mir, guck mal, Du wir hörst ja nicht mal haben zu. im Jahre 2023 Satelliten, die können sogar schauen, ob du Haarausfall hast. Erzähl mir Ja, nicht, dass das ja, verborgen ja. ist. Ja. Allah Ja, die knows best und Satelliten, sein Apostel. Und jetzt wissen auch, dass du zeige mir, Pampers trägst. Die Satelliten wissen auch, zeig dass du Pampers mir, trägst. Kein man sieht Problem. sogar, welche Marke wir Nochmal. von dieser Pampers. Man sieht, ob Ich es habe dir Pampers schon, ist oder Beba ich ist habe oder dir Ad. 2000 Mal gesagt, was Zeige du nicht mir, sagst. zeige mir, wo ist Bro, was Jajuj und fragst du Majuj? nicht? Guck Was mal, wie fragst du nicht? er Man ausrastet. Er weiß sagt, du nicht, wo sie schreist, sind. Was Harut, du hast ja fragst nicht du mal nicht? gesehen. Harut, du redest ja nur laut. Der schreit. Was Genau. fragst du nicht? Ich sage Er zehnmal, man kann weiß es es nicht. zeigen. Er fragt, wo sind sie, wo sind sie? Ich sage zehnmal, man weiß das nicht. Er sagt mir, wo sind die, wo sind die? Allah knows best. Allah knows best. Richtig? Allah wa Allah. Richtig? Sag das nochmal. Mein Bitte nicht Freund. so laut. Sag das nochmal, bitte. Sag es nochmal auf Mein Arabisch. Freund, mein Sag das Freund, nochmal ich auf weiß Arabisch, nicht, bitte. hast du Kamelurin in deinen Ohren? Sag das Guck mal, nochmal, sag es nochmal. Allah er lacht an über allem. arabische Allah an Aussprache. allem, richtig? Allah an allem, richtig?
Allahu alam, aber ist ja kein Problem. Allah musta'an. Kein Problem, Ja, kein tamam, Problem. tamam, du bist Kein Tunesier, du bist Problem. geborener Tunesier, du bist Nein, mit der nein, 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 guck mal. Arabischen Sprache groß Albrecht, wir können geworden. alles Okay. ganz ruhig angehen. Wir können alles ganz ruhig angehen. Albrecht, stumm dich ganz kurz. Okay. Ja, Sie seid die Auserwählten. Ankel Dauer, ich Zwischen stelle mir und dir Harut. ein, guck mal, Ankel Zwischen mir Dauer, und ich Harut. stelle dir, guck mal, Stell mir, was du willst. im Tafsir steht geschrieben, dass das zu Zeiten von Alexander des Großen gewesen Wer ist. vermutet? Weißt du, wann der. Wessen Tafsir war das? Jalalain. Es steht Mal bitte. geschrieben, es ist zu Zeiten Wessen von Tafsir? Alexander des Großen passiert. Wessen Ja? Tafsir? Das heißt, die Leute von da wussten das und Wessen es muss auch Tafsir? wahrscheinlich historische, es muss auch historische Harut, Überlieferungen wessen geben. Tafsir? Guck mal. Hör mir Harut, zu. sag welchen Tafsir? Du sagst, es steht Hör im zu, hör Tafsir. zu. Sag Wir welchen haben Tafsir? jetzt zweit, wir können gleich in die Tafsire gehen. Wir können sicher sein, dass wir Satelliten haben heutzutage, die sogar gucken können, ob du deine Fußnägel geschnitten hast. Ja, Ja? wunderschön. Und hier in Aserbaidschan, was haben die gesagt hat, er wollte ja mit mir hier ungefähr mit dem Helikopter hinfliegen. Er hat sogar selber gelacht. Ihr habt das bestimmt aufgenommen. Er hat selber gelacht und er hat sich wahrscheinlich totgelacht. Er hat zu mir gesagt, lass uns mit dem Helikopter dahin Stell doch fliegen. eine Frage und erzähl jetzt nicht so viel, Guck mal, keine Ahnung was. ich möchte wissen, wo hier diese Mauer ist, wo dieses Volk ist, die eine Sprache spricht, die keiner versteht, Ja. die Allah aber dann freilassen wird. Wie so Ratten werden die wahrscheinlich rauskommen oder fliegen. Und ich möchte wissen, hier in diesen Bergen, wo Jajuj und Majuj wie Kein Feiglinge sich Problem. versteckt hat. Kein Problem, kein Problem. Erstens, sie verstecken sich nicht, sie wurden eingesperrt. Das mal das Erste. Das zeigt, dass du nicht immer Surat al-Kahf gelesen hast. So. Ja, wo sind die? Ich habe meine Zweitens, Frage ist, wo sind nein, die? nochmal, nochmal, nochmal. Zweitens, bring den Tafsir, wo steht, dass es in Aserbaidschan ist. Ist es Tafsir Ibn Kathir, Mein At-Tabari, Freund, mein Freund, Jalalain, mein Freund, Ibn mein Abbas? Freund, Sag ich, doch, welchen Tafsir? Sag welchen mein Tafsir. Freund, mein Freund, mein Freund, dein Lehrer Hamdi hat gesagt, es ist in der Nähe von Aserbaidschan, Es, richtig? schau, es interessiert mich nicht, was Hamdi gesagt hat. Ich bin jetzt Wieso hier. sind Sie dann jeden Tag weg dem Stück bei Hamdi? Zieh dich jetzt nicht auf Hamdi. Zieh dich jetzt nicht auf Ah. Hamdi. Sag mir, welchen Tafsir und rede nicht so viel. Willst du uns sagen, dass Hamdi keine Ahnung hat? Nein, sag ich nicht. Ich habe dir gesagt, lass jetzt Hamdi, du redest gerade mit mir, nicht mit Hamdi. Hat Sag mir, welchen Tafsir. Hamdi Ahnung oder nicht? Er hat Ahnung, aber ich sage, du redest jetzt mit mir. Also, Sag mir, sagen sag wir doch, mal, welchen sagen wir Tafsir, mal, du er hat Gottlieber. Ich recht. beziehe mich auch nicht auf Ankel Videologe die Dauer, du ganze willst Zeit. abhauen, du willst abhauen. Er Ich ist ja hau dein nicht ab. Lehrer. Ich sag dir doch, Pass gib mir auf. den Tafsir, du willst Pass mir ihn nicht auf, pass auf, geben. pass auf. Ich sag Ich doch, gib gebe mir den dir Tafsir, du zurück. willst ihn mir nicht geben. Du Guck haust mal, sie ich ab. zoome für dich zurück. Bruder, du kannst so viel Google Maps zeigen, wie du willst. Bring den Tafsir, Zeige sei aber mir artig und bring den Tafsir. in diesem Raum. Guck mal, hier Harut, ist sei ein Mann. Belarus, Sei ein Mann. Ukraine, Sei ein Mann. Sei Türkei, ein Mann. Syrien, Sei ein Mann. Was definiert Irak, Ankel Dauer? Was Iran, definiert denn bei dir ein Mann? Turkmenistan, Sei ein Mann und Saudi-Arabien, bring den Tafsir. Ankel Oman, Dauer, sind Jemen. 6 Meter lange ungepflegte Bärte für dich Mann genug? Oder was heißt Sei ein denn sei Mann ein und bring Mann? deinen Tafsir. Adlerblick, ich rede nicht mal mit dir. Ich rede Du hast aber mit heute genug dir. Blamier. Ich rede aber Ankel mit dir. Dauer, Ankel Ich Dauer, rede aber Ankel mit Dauer, dir. ich heute bin genug gerade Blamier. mit dir. Ich bin gerade Harut, mit dir, mit das hier, warum Al-Burak. sagst du dann Hamdi, Hamdi, Guck Hamdi? mal, Rede mit mir, guck rede mal, mit ich mir. bin gerade, ich bin mit dir, mit Al-Burak. Guck mal, Harut, ich fliege mit Harut, dir bis Harut, zum siebten Harut. Himmel. Harut, es Bis zum interessiert mich siebten nicht, was Himmel. du mir hier zeigst. Ich habe dir gesagt, bring den Tafsir, wenn du wahrhaftig bist. Guck mal, wir sind gerade im Bring den siebten Himmel. Tafsir, wenn du Wir wahrhaftig sind bist. gerade im siebten Himmel mit Al-Burak. Es Zeig interessiert mich mir, nicht. Bring den Tafsir, wenn du wahrhaftig bist. zeig mir, Bring wo, den Tafsir, wenn du wahrhaftig zeig bist. mir, wo, zeig mir, wo das Volk ist. Dann konvertiere ich zum Harut, Islam. Harut, sei ein Mann und bring den Tafsir. Guck mal, er kann und will nicht antworten, wo Du dieses willst den Volk Tafsir ist. nicht Weißt du bringen. Du sagst, warum? es steht Glaub, im Tafsir und der willst mir Tafsir nicht ist ja, glaube ich, antworten. Al-Jalalein, ne, glaube ich. Und er wird ja Bitte. jetzt sagen, Al-Jalalein nehmen wir nicht. Das ist ja das Da werde Problem. ich nicht sagen. Ich will den Guck Tafsir mal. sehen. Bring den Tafsir. Guck mal, guck mal, guck mal, guck Bring mal, guck den mal. Tafsir Warte. und laber nicht so viel. Bring den Tafsir. Du blamierst dich hier gerade. So. Kleinen Moment. Ichwan, bitte nimm das auf. Bitte nimm das auf. Bitte nimmt das auf, ja. Ja, bitte nimmt das auf. Kleinen Moment. Eine weitere Nimmt das auf, Blamage. ja. Eine weitere Blamage. Ich zeige dir, warum du uns das erstmal nicht beantworten kannst. Ich habe dir gesagt, bring mir den Tafsir. Was heißt da nicht beantworten? Ich sag dir, bring Guck den mal. Tafsir. Warte. Sag welchen Tafsir. Schau, wir schlagen den gemeinsam auf. Sag mir welchen Tafsir einfach. Kleinen Moment. Okay, ich warte. Aber bring den Tafsir.
Und Akeldauern, ich habe dich nicht rausgeschmissen, weil ich dich nicht mag. Du hast mich rausgeschmissen. Ich hör mir doch mal bis zum Ende zu. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich dich. Ja, hör mir doch mal zu. Ich habe doch gesagt, dass ich dich rausgeschmissen habe. Aber nicht, weil ich dich nicht mag oder so, ne? Weil ich finde das halt krass, wie dann die Leute immer anfangen so, ah nein, aber guck mal in der Bibel, guck mal, ich sag mal, lass mal die Bibel bitte beiseite, das darfst du über den Koran nicht sagen, da heißt direkt oben die Linie. Adlerblick, wir haben Aufnahmen, das war nicht so. Ja, okay, jetzt hör mir zu. Du hast nicht gesagt, Matthäus, 1. Korinther und bla bla bla, das hast du nicht gesagt. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe weder Matthäus noch Korinther erwähnt. Ich habe Hebräer erwähnt. Ich habe Hebräer erwähnt, aber egal. Okay, dann hast du erwähnt, was du möchtest. Du hast generell tausend Sachen erwähnt. Guck mal, ihr antwortet auf Fragen mit einer Gegenfrage. Adlerblick. Wir haben Aufnahmen. Ich habe auch Aufnahmen. Das ist das meiste Enthaltungsspeicher. Was willst du mir denn damit sagen? Lass mich doch aussprechen. Du hast gesagt, warum sollten wir eine Scharia nehmen, wo Homosexuelle nicht leben dürfen, wo man Hand abhaken? Dann habe ich dir gesagt, natürlich, wir nehmen das an. Homosexuelle dürfen in einem Land, wo die Scharia herrscht, nicht leben, wenn sie die Sünde ausleben. Also, wenn du schießt, wird dir die Hand abgehakt. Aber jetzt zurück zur Thematik bei Harut. Ja? So, Gott sei Dank haben Leute das auch aufgenommen, hoffentlich. Also müssen wir uns verfolgen. Sag mir einfach, welchen Tafsir und wie schauen wir gemeinsam auf. Pass auf. Moment, Enkel Dauer, was meintest du jetzt gerade? Müssen wir homosexuell verfolgen? Guck mal, Gott sei Dank haben die Leute aufgenommen. Das heißt, wenn sie zurückspulen, kann keiner sagen, keiner kann sagen, dass ich gesagt habe, dass in den Tafsiren das steht, dass das in Aserbaidschan ist. Jeder ist Zeuge, dass ich gesagt habe, dass Hamdi das gesagt hat. Und du hast gesagt, es ist egal, was Hamdi gesagt hat. Wir gucken jetzt in den Tafsir, was da drin steht. Weil du eben jetzt mit mir redest. Guck mal. Ich sage dir jetzt, was ich weiß vom Tafsir. Ja. Tafsir Dalilain, Sura 18. Sura 18, 93. Vers 93, passt. So, von meinem Wissen her ist es, these were two mountains lying in the remote regions beyond the land of Turks. Also irgendwo, wo das Volk der Turk, also die Turkvölker gewohnt haben. Ja? Und Alexander sealed the breach between the two, as will be described below. Ja? Wir wissen jetzt, wer das gemacht hat. Zulkarnain. Ist das Zulkarnain? Alexander der Große? Das ist eine Vermutung von vielen. Okay. Es sagt dein Gelehrter in diesem Tafsir. Jalalain. Vers 93. Und das Volk der Türken. Lass uns Hand aufs Herz machen. Das muss doch irgendwo hier liegen, oder? Hier ungefähr. Ja, und noch etwas weiter rechts in Mongolien. Okay, sehr gerne. Bis hier. Ja. Wir sind jetzt im vierten Himmel mit Al-Burak. Und ich möchte wissen, wo hier dieses Volk Ja'juj und Ma'juj ist. Okay, kann ich dir gerne sagen. Und ich sag's dir nochmal, was ja auch Hamdi gesagt hat. Die Position von Ya'juj wa Ma'juj ist unbekannt, weil es zu Ilm al-Raib gehört. Es wird vermutet, dass sie in dieser Region sind, weil man auch vermutet, dass sie von den Mongolen abstammen. Das wird von denen vermutet. Es wird vermutet auch, es gibt auch eine andere Vermutung, die sagt, dass Ya'juj wa Ma'juj in Marokko sind. Ist aber auch komplett irrelevant. Wir müssen nicht wissen, wo die sind. Wir müssen nur wissen, ob sie existieren. Und ja, sie existieren. Okay, Ankel Dauer, ich habe es akzeptiert. Ich habe deine Antwort akzeptiert, beziehungsweise nicht akzeptiert, gehört. Die habe ich ja schon gehört. Ja? Und ich sage dir, warum du das nicht weißt. Ich zeige dir jetzt, warum du das nicht weißt. Okay, komm, zeig. Kein Problem, zeig mir. Ich bin ganz Ohr. Hier sagt der Imam al-Bukhari Folgendes in 3617. Wir schlagen das auf. Es wird zitiert von Anas. Warte, ich schlag das auf. Bukhari. Ja. Imam Bukhari 3617. Sahih al-Bukhari. Sahih. 3617. Passt. Gott sei Dank widerspricht es auch dem Koran nicht, weil sonst wäre es an die Wand gelandet. Ja, obwohl es authentisch ist. Obwohl es authentisch ist. Audubillah. Ich mache ja immer so in meinen Streams, ne, dann gehe ich immer auf diese Kontakt, weil unten kannst du den schreiben und dann schreibe ich immer den Usernamen von dem, der das gesagt hat. Und dann schreibe ich hier, der auf, und der hat gesagt, unauthentisch raus. Pass auf. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber Ankel Dauer, wir können dieses Thema fortsetzen. Okay? Kein Problem. Weil du musst ja um 21 Uhr bist du verabredet mit Mensa, richtig? So Gott will. Ja. So Gott will und wir noch bis dahin leben. Ja? Ja. Es wird gesagt, da war ein Christ, der den Islam angenommen hat,
Und er las Surat al-Baqarah. Da steht, who embraced Islam. Embrace heißt verbreiten. Er hat den Islam angenommen. Ja, aber da steht auch embrace. Embrace heißt verbreiten. Okay. Pass auf, ich sag, es wird im Textkontext ersichtlich, dass er den Islam angenommen hat. Pass auf. Ja. Es war ein Christ, der den Islam angenommen hat und er las Surat al-Baqarah und al-Imran und er schrieb die Offenbarungen für den Propheten, also auf Arabisch. Später, als er zum Christentum zurückkehrte, guck mal, nach zwei Suren, die er übersetzt hat, hat er gemerkt, was das für eine Schrottreligion ist. Und danach hat er gesagt, Muhammad weiß gar nichts, außer was ich für ihn geschrieben habe. Warte, was willst du jetzt damit sagen? Ja, aber wo steht denn, dass er den Islam verbreitete? Nein. Guck mal, er hat den Islam angenommen, zwei Verse für ihn, zwei Surats für ihn gelesen. Genau, wurde angenommen, aber nicht verbreitet. Das steht doch Embrace. Steht Embrace, könnt ihr kein Englisch. Embrace heißt. Nein. Es heißt angenommen. Es heißt angenommen, weil hier steht geschrieben, später, als er wieder zum Christentum zurückkehrte. Wir gehen sogar Google Translator. Mein Freund, später, gerne. Als er den weiß, Islam. Embrace, so umklammern ist ungefähr, so ja. Umarmen. Ja. Später, pass auf, guck mal, Onkel Dauber, ich weiß, du verstehst das, glaube ich, nicht. Guck mal, es war ein Christ. Seit wann verbreitet ein Christ den Islam? Es war ein Christ, der den Islam annahm und dann las er Surat al-Baqarah und al-Imran. Und danach übersetzte er dies für den Propheten auf Arabisch. Danke, ist ja klar. Später, als er zum Christentum zurückkehrte, guck mal, nach zwei Suren hat er gemerkt, boah, Schrottreligion, sagte er. Du warst nie ein Engländer. Du weißt nicht, was Embrace heißt. Du warst ja ein Engländer. Nenn dich nicht Engländer. So fand ich immer so ein arabisches Wort. Pass auf. Warum er nichts weiß, warum dieser Mensch hier nichts weiß und auch Hamdi nichts weiß und Abu al-Qasim, dieser Dämon, auch nichts weiß, weil ihr Anführer auch nichts wusste. Mohammed. Weiß gar nichts. Außer jetzt habe ich eine Frage. Kein für Problem. Ihn geschrieben habe. Kein Problem. Jetzt habe ich eine Frage für dich, Haro. Wenn ich sage, du hast keine Ahnung vom Koran und du liest dir Sachen aus dem Koran, habe ich dann recht oder habe ich dann Unrecht? Onkel Dauer. Nein, beantworte die Frage. Schau. Ihr sagt auch über mich, wenn ich die Bibel lese, du hast keine Ahnung von der Bibel, du verstehst die Bibel und so weiter und so fort nicht. Nein, beantworte auch die Frage. Onkel Dauer. Hast du diesen Hadith, guck mal, du hast auf Englisch falsch übersetzt? Du hast gesagt verbreitet, obwohl er Christ war? Oder embraced has verbreitet. Also Christen verbreiten den Islam? Harit, geh mal bitte kurz auf Google Translator. Im Hadith hättest du ja weitergelesen, da steht, bis er zurück zum Christentum gekommen ist. Leute, Onkel Dauer. Ich kann man nicht übersetzen. Englisch ist ein Übersetzer. Ich muss jetzt wirklich gehen. Da war Bruder. Diese lange Stille hat schon alles bewiesen. Onkel Dauer, du kannst definitiv nochmal hochkommen. Lass uns später, so Gott will, oder morgen nochmal darüber sprechen. Christen verbreiten nicht den Islam. Er hat den Islam angenommen. Nach zwei Suren hat er den Islam verlassen und hat gesagt, Mohammed weiß gar nichts, außer was ich für ihn geschrieben habe. Und mit diesem Wort möchte ich euch sagen, kommt zu dem Herrn Jesus Christus, beugt eure Knie vor ihm, nehmt ihn an als euren Gott und Retter, Amen. Bevor ihr verloren geht, weil er konnte diese Frage nicht beantworten, er konnte nicht sagen, wo Jajuj und Majuj ist. Ich habe ihm die Karte gezeigt, wir sind bis zum siebten Himmel geflogen mit Al-Burak. Er konnte es nicht sagen, der Islam ist falsch, Mohammed ist kein Prophet und Allah ist nicht der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Islam Amen. Ist falsch, Jesus Christus ist die Wahrheit. Gott segne euch, meine Lieben. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen, mein Bruder. Schönen Abend noch. Man sieht sich. Ciao, ciao.